Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Mass Effect 2. Ja, Miranda braucht wohl noch ein bisschen Zeit, weil sie hat den Service jetzt noch nicht besucht. Ich war ja kurz offscreen in unserem Terminal, aber hab sie dort nicht aufgefunden. Und jetzt sind wir wieder auf dem Kommandoterminal, wo wir jetzt Thane helfen werden. Dessen Sohn ja irgendwie auf seine Spur gekommen ist und Thane will ihn halt verhindern, so zu werden, will verhindern, so dass er, dass sein Sohn so wird wie er jetzt. So, deshalb gehen wir mal auf die Citadel und gucken mal, ob wir ihn so einfach finden. Danach müssen wir, glaube ich, nur noch Grunt helfen. Wenn ich das richtig weiß noch. Und dann geht's schon zur Selbstmordmission. Und dann ist das Spiel schon erledigt, obwohl die Selbstmordmission noch eine Weile. Selbst wenn wir sie anfangen, die dauert, glaube ich, relativ lang. Aber umso besser. Dann können wir uns selber mal ein bisschen aufleveln. Ich weiß nicht, ob unsere Fertigkeiten auch übernommen werden für Mass Effect 3 später. Aber sehen wir ja dann. 2 Punkte haben wir zu verteilen. Nein, wir warten jetzt natürlich erstmal, bis wir Polkyro-Munition, Adrenalinstoß und Dispo-Munition setzen wir eigentlich kaum ein. Aber Kyro-Munition, das ist alles nur Munition. Aber egal, machen wir es halt. Da können wir schon mehr machen. Und Miranda, ach schön, machen wir da mal das auf Maximum. Was erhöhen wir da jetzt? Ja, da hört sich die ganze Gesundheit der Truppe. Das ist natürlich schon gut. Ist ja sehr beeindruckt von unseren Führungsqualitäten. C-Sicherheit untersucht anscheinend den Tod von Sidonis Shepard. Bisher haben sie keine Spuren. C-Sicherheit berichtet außerdem, dass kürzlich ein Drell den Zoll passiert hat. Das Büro von C-Sicherheit hat sicher weitere Informationen darüber. Gucken wir doch mal nach. Zum Glück haben wir Garrus nicht dabei. Passt schon. Ja? Dein Sohn. Mein Partner will seinen Sohn finden. Wir vermuten, dass ein Krimineller von hier ihn angeheuert hat. Dürfte kein Problem sein. Es gibt hier nicht viele Drell. Da haben wir es ja schon. Einer meiner Leute hat kürzlich einen Drell gesehen. Und er hat mit Maus gesprochen. Interessant. Maus? Ein Kleinkrimineller. Vermutlich hat nicht er ihren Jungen angeheuert. Er ist eher ein Bote. War früher eine Schachtratte. Und erledigt alles, wenn er dafür bezahlt wird. Ich hab genug gehört. Maus ist meistens oben vor dem Darkstar. Ein öffentlicher Com-Terminal ist sein Büro. Sieht aus, als sei ihr Junge mit den falschen Leuten unterwegs. Ja, sehe ich auch so. Wenn Maus ihn nicht direkt zu ihrem Sohn bringen kann, weiß er zumindest, wer es kann. Und wenn nötig, kann ich auch noch helfen. Danke. Okay. Dann beeilen wir uns mal besser. Sie haben ihm nicht gesagt, dass Colliard ein Attentat plant. Er ist ein Bulle. Er würde versuchen, Colliard aufzuhalten und dabei könnte einer von beiden draufgehen. Das will ich vermeiden. Ja, natürlich. Danke, Shepard. Kein Problem. Maus finden, das erinnert mich ein bisschen an Dragon Age Origins, was ich auch bei Let's Play würde. Beziehungsweise, wenn ihr es schaut, würde ich es vielleicht sogar schon Let's Playen. Jetzt aber erstmal zum Darkstar. Auf jeden Fall müssen wir nach oben und vielleicht mal zur Darkstar Lounge in die Richtung. Könnte zumindest gut sein, würde ich mal sagen.
gehört, dass die Seen oben auf dem Präsidium voller Fische sind. Da geht's hoch. Wieso muss ich jetzt über Fische was rausfinden? Na, egal. Jetzt. Was sind wir jetzt genau? Ach, wir müssen das mit. Oder Kommandoterminal, ich weiß nicht. Haben Sie schon Galaxy of Fantasy ausprobiert? Ich liebe diese Spieleverkäufer, was für geile Spiele hat er denn so? Die Story basiert auf der turianischen Mythologie, aber es macht. Da ist doch Maus. Ja, kann ich ja, na klar, ich kann Ihnen heute noch zwei Kisten besorgen. Sind Sie Maus? Was wollen Sie? Oh, Scheiße. Kurios? Ich dachte, Sie wären im Ruhestand. Commander Shepard? Ich dachte, Sie wären tot. Was wollen Sie von mir? Maul halten, Maus. Sie können sich gleich eine neue Hose anziehen. Wir brauchen ein paar Antworten von Ihnen. Meine Auftraggeber... Sehen Sie, ich kann nicht einfach jedem Fragen beantworten. Aber mir schon. Sie haben einem anderen Drell Anweisungen für ein Attentat gegeben. Wer ist die Zielperson? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht gefragt, denn die Leute, für die ich arbeite, können mich verschwinden lassen. Ich möchte Ihnen helfen, Krios. Sie waren immer gut zu uns, aber ich werde nicht für Sie sterben. Wir brauchen einen Namen, Maus. Tun Sie es für Thane. Also, ich habe nichts gesagt, okay? Ich will damit nichts zu tun haben. Ich dachte, ich würde Ihnen einen Gefallen tun, Mann. Er sagte, er sei Ihr Sohn. Ist er auch? Ich werde nichts sagen, Krios. Wenn ich rede, legen die mich um. Die sind nicht wie Sie. Sie waren immer irgendwie freundlich. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich werde nicht reden. Also schön, dann machen wir es auf die harte Tour. Ah! Oh Gott! Thane, helfen Sie mir! Helfen Sie mir, Maus. Irgendwo da draußen in der Dunkelheit ist mein Sohn. Deshalb habe ich ihm den Job ja besorgt. Ich dachte, das wäre in Ihrem Sinne. Bitte! Erklären Sie das. Er kam zu mir und sagte, dass er Arbeit sucht. Er hatte ein Holo von mir. Das Sie gemacht haben, Krios. Ich hab's dann verbreitet, über Ihre alten Kontakte. Und Elias wollte ihn anheuern, Elias Callahan. Ich wollte das nicht tun, Maus. Aber wir haben einfach nur wenig Zeit. Gehen Sie einfach, Mann. Maus, mir tut es auch leid. Gehen Sie einfach. Das war bestimmt nicht leicht. Maus wusste mehr über mein Leben als Kolliard. Er grinst mich an, mit kaputten Zähnen und aufgeschlagenen Knien. Die nackten Füße völlig schwarz. Er hat keine Zukunft und sieht zu mir auf. Er vergöttert die mickrigen Geschenke, die ich ihm gebe. Ich war der Einzige, der ihm damals Halt gegeben hat. Trotzdem habe ich ihn verlassen. Genau wie ich Kolliard verlassen habe. Sie dürfen sich nicht die Schuld geben. Wer soll es dann tun? Wir müssen mit den Konsequenzen unserer Entscheidungen leben, Shepard. Das müssten Sie doch am besten wissen. Gehen wir zurück zu Bailey. Okay, dann tun wir das mal. Zum Glück haben wir so eine gute Kontaktperson, die uns auch alles sagt mit Sergeant Bailey. Kannst bestimmt auch sagen, wo der Auftraggeber von Thane's Sohn ist. Dann werden wir dann auch bestimmt relativ schnell auffinden. Ich sagte. Ich kenne mich jetzt relativ gut aus hier. Der Angst, da muss ich eigentlich nochmal runter. Ja, ich muss runter. Oder? Ich sag's gerade, dann bewege ich mich wieder. Zumindest komme ich mit der Karte jetzt zurecht. Ah, vielleicht kann ich da noch ein paar. Ich will eigentlich still, warum nicht irgendwo reden? Grüße, Erdenclan. Hier stehen viele ausgezeichnete Schiffe zum Verkauf. Mit nur minimalen Gebrauchsspuren. Nee, das brauche ich nicht. Hiroshimas!
Hier geht's raus. Oder? Nö, verdammt. Ach, ich guck nochmal auf die Karte. Ja, bin nämlich voll falsch. Ach man, war ich doch richtig. Und bin dann falsch gelaufen, weil ich gedacht habe, ich kenne mich so gut aus. Ach. So ist's nun mal. Jetzt aber. Jetzt finde ich mich zurecht. Ja. Da ist doch der gute Captain Bailey. Nicht Sergeant. Sehr egal. Ja? Können wir über den Sohn meines Partners reden? Haben Sie mit Maus gesprochen? Haben Sie den Namen von dem Typen, mit dem er zusammenarbeitet? Elias Callum. Callum? Scheiße. Also, das ist jetzt peinlich. Callum und ich haben ein Abkommen. Er macht nicht allzu viel Ärger und kauft von mir Karten für den Wohltätigkeitsball von C-Sicherheit. Und ich ignoriere ihn dafür. Er bezahlt sie also. Bisher wollten sie uns helfen. Wie sieht es jetzt aus? Ist es zu unbequem geworden? Ich habe meine Hilfe zugesagt. Es ist nur... Es wird Probleme geben, wenn ich einen Fehler mache. Er und ich... Wir geben uns gegenseitig Freiraum, um den Frieden zu halten. Ich lasse ihn von meinen Leuten herbringen und setze ihn in ein privates Zimmer. Dort können sie ihn selbst verhören. Ich bleibe außer Sichtweite. Mit etwas Glück wird Callum glauben, dass ich nichts damit zu tun hatte. Bringen Sie ihn her. Wir haben vielleicht nicht viel Zeit. Ich kümmere mich darum. Warten Sie hier. Gut so. Wir haben Callum. Sagen Sie Bailey, wir sind soweit. Er erwartet von mir, dass ich ihn da raushol. Heute wohl kaum. Captain, sein Anwalt ist hier. Ich wette, Elias hat seine VI so eingestellt, dass sie verständigt wird, sobald C-Sicherheit sich ihm auf weniger als 10 Meter nähert. Ich halte ihn auf. Gehen Sie rein und beeilen Sie sich. Wir sollten ihn gemeinsam verhören. Und immer Druck machen. Haben Sie eine Idee, welchen Ansatz wir verfolgen sollten? Ja. Reden Sie mit ihm. Appellieren Sie an seinen Selbsterhaltungstrieb. Falls nötig, werde ich die Schrauben etwas fester anziehen. In Ordnung. Ich werde so tun, als wäre ich auf seiner Seite. Aber wenn wir zu lange brauchen, kann Bailey Callums Anwalt nicht mehr aufhalten. Okay, dann muss ich jetzt richtig... Machen Sie mich los, Bailey. Mich einfach hierher zu verschleppen, also wirklich. Wer zum Teufel sind Sie beide? Sie haben ein Attentat beauftragt. Sie werden mir jetzt sagen, wer das Ziel ist. Der Einzige, dem ich irgendwas sage, ist mein Anwalt. Ich sage Ihnen, wie es läuft. Ich stelle eine Frage, Sie beantworten die Frage. Und Sie reden nur, wenn Sie gefragt werden. Für wen halten Sie sich eigentlich? Mr. Callum, kann es sein, dass Sie mir nicht zugehört haben? Oh, super. Sie haben mir gerade Ihren Job gegeben. Wenn Sie mich nochmal schlagen, kassiere ich auch noch Ihr Geld. Mit Ihnen fahre ich Schlitten, sobald Bailey hier auftaucht. Sagen Sie uns einfach, was wir wissen wollen. Mein Partner ist nicht sehr geduldig. Was sind Sie, Froschjunge? Sein kleiner Handlanger? Was soll das? Wollen Sie mich so lange langweilen, bis ich gestehe? Sie sind... Wie Sie wollen. Wissen Sie, was ich mit Ihnen mache, sobald ich hier rauskomme? Nur weiter so, Sie harter Knabe. Sie kommen hier nämlich in einem Leichensack raus. Gehen Sie zum Teufel. Ganz locker. Tod nützt er uns nichts. Sind wir jetzt fertig? Ich habe nämlich Termine. Schluss mit der Geduldnummer. Ich will einen Namen. Sonst schneide ich Ihnen die Eier ab und verkaufe sie an einen Kroganer. Joram! Joram Jalid! Ein Turianer aus den 800 Blocks. Er ist bewusstlos. Ich denke, wir müssen ihn nicht aufwecken. Wenn er aufwacht, wird er Kopfschmerzen haben. Keine dauerhaften Schäden.
Wir haben Koljats Ziel. Auf zu Talit, bevor er zuschlägt. Einverstanden. Das hat auch gut geklappt. Was steckt dahinter? Warum hat Kelhelm den Jungen angeheuert? Für ein Attentat auf einen Turianer namens Joram Talit. Kennen Sie ihn? Joram? Sicher. Vielleicht haben Sie ja seine Plakate schon gesehen. Er hat versprochen, dem organisierten Verbrechen im Bezirk ein Ende zu bereiten. Das Problem ist nur, dass seine Botschaft in der ganzen Rassenpolitik untergeht. Er ist ein Menschenhasser. Wenn die Mehrheit ihn wählt, kann ich nichts dagegen tun, ob es mir gefällt oder nicht. So funktioniert das System nun mal. Hübsches Ideal, Shepard. Sergeant, holen Sie ein Einsatzfahrzeug. Die beiden müssen zu den 800 Blocks. Ja, Sir. Ja, wie wir das sehen, das seht ihr im nächsten Part.